gleich mal den zweiten Teil in Anschluss. Ich werde das auch beides gleichzeitig wahrscheinlich hochladen. Da werden sich eh viele freuen, nehme ich an. So, keine Ahnung, wie ich das jetzt mache, aber gehen wir ran. Ich brauche nicht auch schon einen Haufen Scheiße. Ich habe jetzt gar nicht erklärt in dem einen Video, was ich meine, aber ich erzähle das vielleicht später. Von La Vie Belle habe ich auch den N Rose. Dann habe ich von Rochas, ich glaube, den gibt es gar nicht mehr, den Secret de Rochas heißt der. Der schaut, jetzt kriege ich Schluck auf, so aus. Den habe ich auch noch. Von Victoria's Secret den Bombshell in Bloom. Ich glaube, den werde ich aber verschenken. Ich habe den damals mir gekauft, aber ich glaube, ich verschenke ihn. Der was. Ich glaube nicht, dass der mein Duft ist, also minus eins. Ich sehe gerade, dass da urviele ohne Verpackung drin sind. Das zipft mich an. So, wie mache ich das jetzt am gescheitesten? Ich habe zwei Elisab noch. Den habe ich damals von meinem Ex-Freund bekommen. Das war diese Resort Collection. Habt ihr jetzt nicht so gut gesehen, gell? So, dann habe ich den klassischen natürlich, weil das mein absoluter Liebling ist. Habe ich auch noch. Da habe ich sogar die Körperpflege noch davon. Dann habe ich den... Den habe ich von meiner Mom, Jean-Paul Gaultier, Klassik. Ich weiß nicht, ob ich den jemals verwenden würde. Eben Mom und so. Schaut so aus. War so eine limitierte Edition. Den anderen kennt ihr ja, den liebe ich. Den habe ich auch da hinten stehen. Müsste ich euch eigentlich auch zeigen. Oh Gott. Nein, jetzt habe ich Stress. Zwei Biotherm habe ich noch. Beide gibt es nicht mehr. Also alle Biotherm, die ich habe, gibt es, glaube ich, nicht mehr. Einmal den Soleil. Das ist dieser gelb-grüne. Die Flasche war geil. Der Duft war auch urgeil. Und einmal den Ofusion, den grünen. Der wurde jetzt vor kurzem rausgelassen. Und irgendwie bin ich sauer, weil sie jedes Mal bei Biotherm die rausnehmen, die... Oh, der ist gekippt. Seht ihr das? Ach du Scheiße. Aber er riecht noch normal. Ach du Kacke. Ich glaube, ich werde mit den rausnehmen zum Benutzen. Der ist total bröckelig. Ich glaube, das ist das, was die meinten, warum er aus dem Sortiment ging. Okay, dann stelle ich mir gleich raus zum Verwenden. Von Lancôme Tresor, La Nuit Tresor, den Musk Diamond, habe ich auch noch. Urviele ohne Verpackung, was ich hasse wie die Pest. Einmal von Cacharel einen Duft, da habe ich ja die ganzen Flaschen gesammelt. Ob ich das zusammenbringe, ohne einen zu ruinieren. Einmal den Flower in the Air Eau de Toilette. Dann wieder von dieser 4711 Reihe den Pomelo und Sea Salt. Da gibt es auch einen Kokos, der geil ist. Und einmal den Sunny Seaside. Tja. Dann von Marc Jacobs, der Perfect. Den habe ich aber zweimal, weil das ist der, den die Vivi mir geschenkt hat. Das ist so ein No-Name-Duft. Ich habe keine Ahnung. Das ist von derselben Marke wie vorher in dem anderen Video, dieser blau-goldene. Habe ich auch mal geschenkt bekommen. Sorry, wenn ich so rumraschel. Zwei Escada habe ich noch, den Fleur de Sol. Ich liebe die Escada. Früher mochte ich sie nicht, aber meine Mama hat die so gern verwendet und jetzt mag ich die stattdessen. Ich glaube, die ganzen angefangenen werde ich, wie gesagt, in so eine Box schmeißen. Ich habe dann noch so eine größere und werde ich unter das Bett geben und die dann als erster verwenden. Und die ganzen im Karton werde ich noch lassen, ganz einfach. Ich kann ja auch viele für die Arbeit verwenden, das ist ja nicht so das Drama. Von Armani Sie den Fiori und dem traue ich hinterher. Da müsste ich aber irgendwo noch eine haben, weil das war ein Tester. Dann habe ich von Bambi, das war der Tester. Ich habe den Bambi auch noch in Original, zeige ich aber euch am Schluss. Dann von La Vie Belle, diese Mini. Das ist mein Liebling, dieses... Wie heißt denn der schnell? Habe ich ihn als erster? Yes. Nein, doch nicht. Das war dieser... Soleil, irgendwas. Habe ich in klein. Habe ich auch noch irgendwo in groß. Von Yves Rocher habe ich auch noch einen. Den So Elixir Purple, den werde ich aber der Celine schenken. Oder ich stelle ihn aufs Klo von mir aus. Weg damit. Ich stelle ihn aufs Klo.
Dann von La Vie Belle, den Eclat, den liebe ich ja, den kennt ihr ja eh von mir, das hatte ich gereimt. Das waren diesmal die 100 ml, die ich da damals gekauft habe. Noch ein paar offene, noch ein Yves Rocher. Das war dieses Retropical. Die kann ich gar nicht so nah in die Kamera halten, weil die schon so ekelhaft ausschauen. So, dann den ganz, ganz großen Calvin Klein. CK2, den ich ja so gern verwendet habe. Den kennt ihr auch noch von mir. Moment de Bonheur von Yves Rocher. Mag ich auch, aber ist halt jetzt nicht mehr so mein Favorite. Von Escada, den liebe ich sehr. Der Thai Sunset, den habe ich noch zum Geburtstag bekommen, letztes Jahr. Von Lacoste Pure Elle. Der ist auch gut. Lacoste ist auch nicht so schlecht. Sorry, wenn ich mich da die ganze Zeit runterbück. Von Escada, das ist der Summer Festival gewesen. Die müsste ich wirklich benutzen, weil die sind alle angefangen von Escada. Noch einmal zweimal den CK2. Schmeiß die jetzt einfach so rein. Dann habe ich den Calvin Klein Reveal. Noch einmal. Da habe ich auch noch sehr viele. Das ist nicht mein einziger. Von Elizabeth Arden, der Green Tea Litchi Lamb. Dann noch meinen heißgeliebten Roberto Cavalli Paradiso. Und von Lacoste, der ist auch sehr gut, da war aber so eine Limited Edition. Den habe ich sogar schon mal gehabt, das war diese rosane Flasche, wenn ihr euch noch erinnern könnt, der war auch geil. Ich versuche jetzt ein bisschen langsamer zu machen, ich merke selber, dass ich viel zu schnell das Video mache. So, noch einmal von Yves Rocher den Kokos, ich glaube, den sollte ich auch... Also wie gesagt, die was lose sind, die werde ich sowieso anders jetzt lagern, weil die will ich so bald wie möglich verbrauchen. Chill Sander Sun, liebe ich, wisst ihr glaube ich schon. Von Black Opium, den gibt es leider nicht mehr, den Eau de Parfum Neon, der war so pink innen, gibt es leider nicht mehr. Also alle, die es eigentlich eh nicht mehr gibt, könnte ich schon längst benutzen. So wie den Armani Diamond, gibt es ja auch nicht mehr. Dann habe ich, den werde ich auch das Celine geben, Christina Aguilera, das gebe ich weg. Ich habe einfach so viel, für was alles unnötig aufheben. Tender Jasmin von Yves Rocher, den liebe ich, den werde ich auf gar keinen Fall weggeben, denn da wird mir das Herz bluten, wenn ich ihn irgendwann einmal verwende. Da bin ich echt bescheuert, schaut euch das mal an, wie gestört das ist. Von Elizabeth Arden habe ich noch einmal, ich habe den zweimal, der war dann um 12 Euro bei Mario No reduziert. Den Pier Blossom, habe ich euch in so vielen Videos gezeigt. Habe ich aber einen als Backup und einer steht im Badezimmer. Dann habe ich noch den Pomegranate, den habe ich mir damals beim Bieber gekauft. Sowie den Feige, den habe ich mir auch beim Bieber gekauft. Ich habe echt ein Problem, glaube ich. Und dann habe ich noch einmal den Litchi, den habe ich von der Schulung bekommen, von Harden. Irgendwie ist es gar nicht mehr so schlimm, wenn man das einmal... Naja, es ist schon viel. Also es ist wirklich schon viel. Es ist gar nicht so schlimm. Nein, neben mir steht ein Wäschekorb voll, aber es ist nicht schlimm. Egal. Moment. Nein! Gut, dass da der Teppich liegt. So, dann den La Vie Belle, von dem ich vorher gesprochen habe, den ich in klein habe. Das ist der Soleil Kristall. Warum ist er mir nicht eingefallen? Den liebe ich ja auch. Das ist so mein Nachfolger von diesem L'Eclat, was ich euch vorher die 100 ml gezeigt habe. Dann habe ich von Hugo Boss de Saint auch einer der wenigen, die mir gefallen. Der Pure Accord. Der wäre für den Sommer geil. Jesus Maria. Dann von Yves Saint Laurent Libre das Eau de Toilette. Da habe ich aber gehört, dass das aus dem Sortiment gehen soll, was ich mega schade finde, weil ich habe den gerne verkauft und die Kollegin von mir auch. Dann den Michael Kors Glam Jasmin, den ich mir damals von Tschechien gekauft habe. Ich weiß auch noch immer nicht, ob der original ist oder nicht. Wir haben ihn damals um 15 Euro gekauft mit einer damaligen Freundin, mit der ich keinen Kontakt mehr habe. Könnte ich aber auch im Spind dann verwenden. Noch einmal zweimal den Calvin Klein Reveal. Ich habe den dreimal jetzt, glaube ich, insgesamt gehabt. Von Bulgari. Den haben wir damals von einer Schulung bekommen, weil... wir eigentlich gehofft haben, dass wir Bulgari kriegen und dann war es leider doch nicht so. Und ich finde die Verpackung so mega schön von dem. Ich schmachte die immer an. Das ist so ein gelber Parfum. Richtig geil. Verwende ich auch manchmal in großen Müller-Filialen, um den nur zu probieren. Dann von Guerlain, den habe ich mir damals reduziert gekauft und auch meiner Freundin zum Geburtstag geschenkt. Oder zum Muttertag, eins von den beiden. Coconut Fizz. Sie hat ihn noch und sie verwendet ihn die ganze Zeit. Ich habe meinen noch nicht einmal verwendet. Das ist halt das Negative, wenn man so viel hat. Ich liebe meine Sammlung, aber ich hätte gerne ein bisschen weniger, damit ich ja, nicht den Überblick verliere.
Chills Under Sunlight habe ich auch noch. Den mag ich auch sehr gern. Den, jedes Mal, wenn ich in der Arbeit bin und den sprühe, denke ich mir, den hast du noch, benutze ihn doch. Und dann vergesse ich es recht wieder. Den habe ich im aufgebrauchten Video erwähnt. Den Momento Bonheur, den Leo, habe ich doch noch. Ich war mir nicht mal ganz sicher. Und von Hey Pure, das ist so eine Natur-vegane Linie. Der ist aber nicht schlecht. Der heißt Pure Wood. Der ist geil. Der ist wirklich geil. Wir haben es bald geschafft. Ich glaube es gar nicht. Von Tiffany & Co., den haben wir damals auch auf einer Schulung bekommen. Das war der Love. Also Tiffany & Love heißt der, sorry. Irgendwo habe ich aber noch den Schier. Ja, ich sehe ihn schon. Der schaut so aus. Ja. Ich war ziemlich froh, dass ich ihn damals gekriegt habe, aber ich habe ihn dann nie wieder angeschaut irgendwie. Das ist auch traurig, oder? Genau das ist das, was ich meine. Ich hätte schon so viele schöne Parfums verwenden können und irgendwie kam es nie dazu. So, dann habe ich noch den Angel Eyes Star, den ich mir gekauft habe, weil ich ihn so gern... Ich hatte, glaube ich, Proben davon, wenn ich mich nicht irre. Ich habe den geliebt und den gibt es leider nicht mehr, weil der war Limited Edition. Daisy Marc Jacobs, Oh So Fresh, habe ich auch noch. Es war auch eine limitierte Edition, gibt es aber leider auch nicht mehr. Und von Yves Rocher noch einen, der heißt Pop Exotic. Mein Sea-Fiori, den ich noch habe, verpackt. Der eine war ein Destin und der ist der verpackte. Dann von der lieben Tanja habe ich den damals bekommen und da habe ich mich so mega drüber gefreut. Und ich finde das so schade, dass ich ihn halt nicht verwende. Das finde ich irgendwie so deppert. Von Twilly, weil ich habe den anderen gerade im Gebrauch, von Twilly Hermes den Oh Ginger. Ich liebe den. Da hatte ich ja damals auch eine Probe. Von einer Schulung damals habe ich den Marc Jacobs Perfect bekommen. Ich habe ihn ja zweimal, wie gesagt. Einmal habe ich ihn noch offen und einmal im Verpack. Den hasse ich wie die Pest, da geht mir dauernd drauf. Das ist von Tiffany der Sheer. Schaut so aus. Aber die Verpackung ist irgendwie so dämlich, da muss ich immer Angst haben, dass der mir nicht mal aus der Verpackung knallt. Geh doch da rein, was ist los so? Drei noch, dann haben wir es geschafft. Einmal habe ich noch von Yves Rocher den Neroli. Jetzt im Nachhinein hätte ich den ja auch nicht unbedingt kaufen brauchen, aber man denkt halt nie nach vorher, ne? Egal. Dann habe ich noch, den habe ich mir damals von Tiki Max gekauft, von Donna Karen. Das war diese Eistüten-Variante. Ich glaube, da habe ich erst angefangen bei Müller zu arbeiten, kamen die Varianten raus. Da gab es auch Pistazie, Erdbeer und irgendein... Oh, der ist auch verfärbt. Oh, der riecht aber noch geil. Der wäre auch für den Sommer was. Aber wie gesagt, ich habe so viel Zeug, da wird das eine Weile brauchen, bis ich irgendwas aufbrauchen kann. So, dann als allerletzter, mein absoluter Liebling, den habe ich mir damals beim Nodino gekauft. Von Chloé, den Leo. Ich liebe den. Ich liebe den wirklich. Ich hätte so Bock, den zu benutzen, aber ich darf nicht. Ich habe mir die 100ml gekauft, weil die gibt es bei uns beim Müller gar nicht, die 100ml. So schaut der aus. Liebe ich heiß. Hatte ich damals in klein von einer Schulung auch und habe mich dann so in den verliebt, dass ich den mir nachgekauft habe. Jetzt beim Einräumen ist mir gerade was aufgefallen. Ich habe zwei vergessen. Die kriege ich jetzt endlich in meine Box rein. Ich habe noch den hier von Jean Paul Gaultier, den La Belle Fleur Terrible. Ich hätte mir den fast noch einmal gekauft. Der schaut so aus. Ihr wisst ja, ich liebe den. Ich habe mich in den so verliebt. Der ist aber leider Limited Edition und ich bin am überlegen, ob ich mir trotzdem noch einmal kaufe. Und vom Bambi habe ich auch einen. Der war mal extrem gehypt. Ihr habt ja den Tester vorher gesehen und da habe ich auch das Original auch. Ja. Jetzt kann ich die beiden auch endlich wegräumen. Ich schwitze schon so extrem, weil ich habe nämlich was Gewisses gemacht. Ich zeige es euch schnell. Ich habe jetzt extra so zwei von diesen alten Dingen, die ich damals in meinem alten Schminktisch hatte, da in eine Lade unterm Bett geben und jetzt mal die ganzen offenen da reingetan. Das sind die, die ich gerade verwende, was mir nicht einfalten wollten. Einmal den Chisana, der eh fast leer ist. Den Chisandra Poudre, glaube ich. Chisandra Poudre. Oh Gott, jetzt kriege ich das da nicht mehr hin. Den Tom Ford, dann einen von Davidoff. Das ist der Elisabeth Arden, mein Twilly steht da. Einer von Lancôme, der sehr gut ist, aber den gibt es auch nicht mehr. Ja, hinten habt ihr dann noch so ein paar Proben und diese Mini-Fiolen. Und da habe ich noch diese parfümierten Bodylotion stehen. Fertig. Jetzt habe ich euch alle gezeigt.
das war's. Ich bin so stolz auf mich, dass ich das jetzt durchgezogen habe und euch alle gezeigt habe, die ich habe. Ich habe es geschafft. Ich kann es gar nicht glauben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es schaffe, die Sachen wegzuräumen. Es wird ein bisschen knapp. Ich sehe die Uhr so schlecht irgendwie. Ich bin aber stolz auf mich, dass ich das durchgezogen habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sorry, wenn es so ein bisschen war. Ich hoffe, euch hat es aber trotzdem gefallen. Ihr könnt es mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich werde auf jeden Fall noch aussortieren. So ein paar habe ich noch eine Idee, was ich auf die Seite geben werde für Geburtstag und so. Aber da will ich halt nicht so viel verraten, weil sonst weiß die Person das ja. Weil viele schauen ja die Videos. Ich bin ja echt doof. Ja, und deswegen, ich bin stolz auf mich, dass ich das Video jetzt endlich hinter mir habe. Ich werde das jetzt anders sortieren. Ich hoffe, ich komme noch dazu. Mini-Hustenanfall. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Videos vorgedreht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, wenn ihr da irgendeine bestimmte Videoreihe haben wollt, ich werde da wieder ewig dafür brauchen, aber schreibt es mir in den Kommentaren. Oder vielleicht hat euch ja einer interessiert, auf den ich näher eingehen soll. Könnt ihr mir auch gerne schreiben. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.